Hi ihr, die Hupaufgaben für diese Woche lauten Kniehupe in Einbeinstand. Und wie das Ganze funktioniert, das zeige ich euch jetzt. Oh, und zwar wollen wir das hier lernen. Und dazu ist die Voraussetzung, dass ihr erstmal an den Knien hupen könnt, sowie euer Schubsbein, das Bein, mit dem ihr beim Kniehupen dem Hub immer einen Impuls gibt, rausnehmen könnt. Ich spiele links rum und nehme mein linkes Bein raus. Und zwar in dem Moment, wenn der Hula-Hoop-Reifen, ich gehe mal näher ran, das ist mein rechtes Bein, das ist mein linkes Bein. Der Hula-Hoop-Reifen kommt hier rum. Und in dem Moment nehme ich mein linkes Bein hoch. Ich zeige es nochmal von dieser Seite. Mein rechtes Bein macht weiterhin das hier. Und mein linkes geht, sobald der Hula-Hoop-Reifen um den rechten rumgeht, geradeaus hoch. Ich nehme mein Bein erstmal gerade hoch, dass ich hier bin. Und von hier drehe ich dann meine Hüfte nach außen, dass ich hier hinter mich komme. Und meine Hüfte zeigt jetzt parallel zum Boden. Und von hier habe ich dann die Möglichkeit, mein Bein hinten zu umfassen. Und mein Arm hier vorne gibt mir die nötige Balance, um möglichst gerade hier zu stehen. Ich empfehle euch auch, falls ihr so auf einem Bein noch nicht gestanden habt, erstmal so zu üben, auf einem Bein zu stehen. Beziehungsweise auch so und ohne Hub. Das Ganze auch so zu üben. Und das Ganze nochmal von vorn. So, ich habe den Hub an den Knie. Nehme erstmal ein Bein raus. Drehe es langsam nach außen hin auf. Fasse mein Bein und hub so weiter. Um da reinzukommen, stelle ich mich erstmal wieder gerade hin. Suche die Lücke. Gehe mit meinem Fuß rein. Und bin wieder im Kniehupen. Für alle, denen das zu kompliziert ist, die können üben, das Bein erstmal überhaupt hier rauszukriegen. Und wenn ihr es draußen habt, könnt ihr euch in Reifenrichtung einmal rüberhüpfen. Und zwar so. Dann ist der Hula-Hoop-Reifen hier in der Kniekehle, in meiner rechten, sozusagen eingeklemmt. Hier kann ich den mit der anderen Hand entgegennehmen und so rausgehen aus dem Hub. Ich zeige es nochmal. Das heißt Kniehuping. Bein raus. So nicht. Ich habe kleine Kieselsteine unter mir und bin auf Socken. Es ist unangenehm. So. Das heißt Bein raus. Einmal hüpfen und dann so rausgehen. Ich hoffe, das hilft euch. Ich suche nochmal ein anderes Tutorial bei YouTube zum Einbeinstand raus und wünsche euch ganz viel Spaß bei den Hausaufgaben. Bis bald, eure Tascha.